Wir sind da. Ist das die richtige Adresse? Ja, hier wohnt sie. Nehmen wir sie fest. Du bist mein Sonnenschein. Ich will immer bei dir sein. Oh, Baby. Wer klingelt hier am Sonntag um die Uhrzeit? Die Leute haben echt keine Manieren. Na warte, der kriegt was zu hören. Was macht ihr in meinem Haus? Sind Sie Martin Peters? Ja, das bin ich. Wieso? Dann ist Ihre Tochter Lisa Peters. Was hat Lisa damit zu tun? Wir möchten mit ihr sprechen. Wo ist sie? Sie ist in ihrem Zimmer. Was wollt ihr von Lisa? Wir sind richtig. Gehen wir. Warum haben die Waffen dabei? Sie sieht so aus wie auf dem Foto. Schwarze, kurze Haare und blaue Augen. Ja, das muss sie sein. Okay, nehmen wir sie mit auf das Revier. Halt, stopp! Ihr sagt mir jetzt sofort, was ihr von meiner Tochter wollt. Ansonsten rufe ich die Polizei. Wir sind die Polizei. Was zum Teufel ist hier los? Wir werden Ihre Tochter verhaften. Verhaften? Warum das denn? Das können Sie mit dem Anwalt klären. Wir sind nur hier, um sie festzunehmen. Los, Peter, weck sie auf. Wach auf, Lisa, sofort. Bitte, nur noch 5 Minuten, Mama. Ich bin nicht deine Mama. Mein Name ist Peter Meyer von der Polizei. Du kommst jetzt mit. Ist das ein schlechter Traum? Wir wissen, was du getan hast. Du kommst jetzt mit. Was hat sie denn angestellt? Das erfahren Sie von unserem Anwalt. Unsere Aufgabe ist es, Lisa mitzunehmen. Komm jetzt, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wohin bringen Sie Lisa? Wir werden sie einsperren. Sie muss bestraft werden. Für was denn? Sie weiß wofür. Was hast du angestellt, Lisa? Ich habe nichts getan. Bitte glaub mir, Papa. Los jetzt, wir gehen. Wohin fahren wir? Dort, wo du hingehörst. Ins Gefängnis. Aber ich habe nichts getan. Warum muss ich ins Gefängnis? Lügen ist zwecklos, Lisa. Wir haben Beweise. Das kann nicht sein. Ich habe nichts getan. Bitte glaubt mir. Martin, was ist los? Hat jemand geklingelt? Marie, zieh dich an. Wir müssen sofort los. Was ist denn passiert? Lisa wurde verhaftet. Sie wurde verhaftet? Warum? Ich weiß es nicht. Deshalb müssen wir sofort los. Okay, ich komme sofort. Hallo Bob, wir haben Lisa Peters festgenommen. Du solltest dich schämen, junges Mädchen. Sie wird ihre Lektion schon lernen. Das will ich hoffen. Auf jeden Fall wird sie viel Zeit haben, um nachzudenken. Ja, das wird sie. Die Strafe beträgt mindestens 5 Jahre. Wofür gibt es 5 Jahre Strafe? Für das, was du getan hast. Was meint ihr? Ich habe nichts getan. Spiel nicht die Unschuldige, Lisa. Jeder hier weiß, was du gemacht hast. Jeder außer ich. Wofür wurde Lisa verhaftet? Das haben sie nicht gesagt. Sie haben Lisa einfach mitgenommen? Ohne Grund? Ja, einfach so. Ich hoffe, es geht ihr gut. Lisa ist ein starkes Mädchen. Aber das Jugendgefängnis ist kein guter Ort für sie. Das ist für dich. Was soll ich damit? Du sollst das anziehen, was sonst. Aber Orange steht mir nicht. Es geht hier nicht darum, gut auszusehen. Danke, aber ich lasse lieber meine Sachen an. Das war keine Frage. Du ziehst jetzt sofort die Sachen an. Okay, schon verstanden. Okay, was kommt jetzt? Dein Name ist nicht mehr Lisa. Ab jetzt heißt du Häftling Nummer 237. Der Name gefällt mir nicht. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ich will wieder nach Hause. Es ist blöd hier. Das hättest du dir vorher überlegen sollen, Lisa. Jetzt wirst du für alles bestraft, was du getan hast. Wie oft denn noch? Ich habe nichts getan. Langsam geht ihr mir auf den Keks. Das kannst du dem Richter erzählen. Jetzt geh in deine Zelle, Abmarsch. Das ist dein neues Zuhause, Lisa. Mach es dir schon mal gemütlich. Du wirst lange hier bleiben. Ich will hier raus. Hier stinkt es. Du bist nicht ohne Grund hier. Du sollst aus deinen Fehlern lernen. Was denn für Fehler? Ich habe nichts getan.
Das sagen sie alle am Anfang. Jeder ist anscheinend unschuldig. Ich bin es wirklich. Früher oder später gestehst du eh. Das wissen wir beide. Hallo, wir wollen zu unserer Tochter. Wie heißt sie denn? Ihr Name ist Lisa Peters. Ah ja, Häftling 237. Sind Sie also die Eltern? Ja, Lisa ist unsere Tochter. Können Sie uns sagen, warum Lisa verhaftet wurde? Sie wissen es nicht einmal. Nein, wir haben keine Ahnung. Dann sind Sie noch schlechtere Eltern, als ich dachte. Was soll das denn heißen? Sie sollten sich schämen für alles, was Ihre Tochter getan hat. Wir wollen mit ihr sprechen, sofort. Sie können hinten links in das Zimmer gehen. Wir bringen Lisa gleich zu Ihnen. Lisa, du hast Besuch. Wer ist es? Deine Eltern sind hier. Ich will nicht, dass sie mich so sehen. Du hast es immer noch nicht kapiert, oder? Was denn? Du machst hier, was ich sage. Ansonsten gibt es Probleme. Okay, verstanden. Komm jetzt mit. Was hast du angestellt, Lisa? Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, warum die mich eingesperrt haben. Lisa, du musst jetzt ehrlich zu uns sein. Hast du irgendetwas gemacht? Nein, ich habe nichts getan. Das muss alles ein Missverständnis sein. Bist du dir wirklich ganz sicher? Ja, ich habe nichts gemacht. Wieso glaubt mir keiner? Normalerweise wird man nicht einfach so verhaftet. Irgendetwas muss passiert sein. Ich weiß von nichts. Das ist eigenartig. Ich werde noch einmal mit der Polizei sprechen. Bitte, holt mich hier raus. Hier ist es kalt und gruselig. Ich will nicht mehr hier bleiben. Wir holen dich hier raus, Lisa. Das verspreche ich dir. Lassen Sie unsere Tochter sofort gehen. Sie hat nichts getan. Nichts getan? Das glauben Sie doch selber nicht. Wenn doch, dann tun Sie mir leid. Wir nehmen Lisa wieder mit. Das kommt nicht in Frage. Lisa bleibt hier. Warum? Sie haben keine Beweise. Sie glauben mir nicht. Lisa ist ein gutes Mädchen. Sie würde niemals etwas Schlechtes tun. Ach ja, so denken Sie über Ihre Tochter? Natürlich, ich kenne Lisa besser als jeder andere. Na dann kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen etwas. Hier sind alle Videos von den Überwachungskameras. Da hinten ist das Video von der Kamera im Einkaufszentrum. Na los, schauen Sie sich selber an, was Ihre Tochter getan hat. Das Einkaufszentrum war schon lange geschlossen. Lisa ist irgendwie eingebrochen. Wir wissen auch nicht, wie sie das geschafft hat. Und dann? Sie ist in mehrere Läden gegangen und hat Sachen geklaut. Die Sachen haben einen Wert von über 10.000 Euro. Das kann nicht sein. Lisa würde so etwas niemals tun. Das dachten wir auch. Also haben wir uns die Videos der letzten Monate angeschaut. Lisa macht das schon länger. Sie hat schon alles geklaut. Kleidung, Handys, Laptops, alles. Und jetzt? Sie wird vor Gericht gehen. Der Richter entscheidet dann über ihre Strafe. Am besten, Sie holen sich einen guten Anwalt. Na, warum bist du hier? Ich weiß es nicht. Wir sind alle aus einem Grund hier. Ich glaube, bei mir wurde ein Fehler gemacht. Ich sollte gar nicht hier sein. Was willst du damit sagen? Hältst du dich etwa für etwas Besseres? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich bin unschuldig, wirklich. Bleib entspannt, Süße. Ich nehme dich nur auf den Arm. Du musst aber etwas härter werden. Ansonsten wirst du hier drin nicht lange überleben. Das sind Bibi und ihre Anhänger. Schnell, Lisa, geh auf die Knie. Na, wenn das nicht Linda und die Neue sind. Hast du endlich Freunde gefunden, Linda? Bitte, tu ihr nicht weh, Bibi. Sag ihr lieber, sie soll schnell auf die Knie gehen. Lisa, geh auf die Knie, bitte. Na, geht doch. Nächstes Mal werde ich nicht so nett sein. Sie ist neu, Linda, sie wird es lernen. Das will ich hoffen. Ansonsten bestrafe ich euch beide. Ich bringe es ihr bei, versprochen. Tu es, Sabine. Wir sehen uns in der Kantine. Dein Schokopudding gehört mir. Ich kann es einfach nicht glauben, Martin. Unsere Tochter ist kriminell. Was haben wir nur falsch getan? Ich weiß es nicht, Marie. Immerhin ist Samuel normal. Was sollen wir jetzt tun? Immerhin ist sie im Gefängnis. Vielleicht tut ihr das sogar gut. Da lernt sie, dass man nicht klauen darf. Sie ist immer noch unser Kind, Martin. Wer weiß, was ihr dort alle drin alles passiert. Du hast recht.
Wir müssen sie da rausholen. Bitte, geh so schnell wie möglich zum Anwalt. Geht es dir gut? Entschuldigung, ich wollte dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Ist schon okay, ich bin es gewöhnt. Wer war das? Das waren Bibi und ihre Gang. Sie haben hier das Sagen. Sie ist aber nicht dead, oder? Nein, leider nicht. Tu am besten, was sie dir sagt. Das ist am einfachsten. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Herr Hubracht, ich brauche Ihre Hilfe. Was haben Sie angestellt? Haben Sie wieder illegale Filme runtergeladen? Nein, diesmal nicht. Es geht um meine Tochter. Sie hat Sachen geklaut. Wie viele Sachen? Dinge im Wert von 10.000 Euro. Das ist nicht gut. Das zählt als schwerer Diebstahl. Was tun wir jetzt? Hat die Polizei Beweise? Ja, es gibt Videos. Wie alt ist Lisa? Sie ist 12 Jahre alt. Das ist nicht gut. Vor Gericht zählt sie fast wie eine Erwachsene. Bitte, tun Sie etwas. Sie ist ganz alleine dort. Lassen Sie mich mit Lisa sprechen. Du hast wirklich nichts getan, oder? Nein, ich weiß nicht einmal, warum ich hier bin. Du musst es herausfinden. Vielleicht kommst du dann wieder raus. Das hoffe ich. Lisa, komm mit. Du hast Besuch. Wer ist es? Dein Anwalt will mit dir sprechen. Hallo Lisa, mein Name ist Herr Hubracht. Hallo, bitte holen Sie mich hier raus. Ich werde ehrlich zu dir sein. Es sieht nicht gut aus. Was sieht nicht gut aus? Ich habe nichts getan. Es gibt Videos, Lisa. Wir wissen alles. Was wisst ihr? Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Es reicht mit den Lügen, Lisa. Wir wissen, dass du ein Dieb bist. Ich bin kein Dieb. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Das ist eine Lüge. Wie konntest du uns das nur antun? Das ist nicht wahr, Papa. Pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn wir vor Gericht gehen, bekommst du mindestens 5 Jahre. Was? Ich soll hier 5 Jahre bleiben? Ja, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Was muss ich tun? Wenn du gestehst, bekommst du eine geringere Strafe. Wie lange muss ich hier bleiben, wenn ich gestehe? Wahrscheinlich 1 Jahr. Ein ganzes Jahr? Ja, aber danach bist du wieder frei, Lisa. Du kannst dein Leben genießen. Ich weiß nicht. Es ist ein ganzes Jahr, obwohl ich unschuldig bin. Du hast Zeit bis morgen, dann ist die Anhörung. Überleg es dir gut, Lisa. Einen Tag später. Heute ist Lisas Anhörung. Ich hoffe, sie gibt es einfach zu. Dann ist sie in einem Jahr wieder draußen. Ich hoffe es auch. Dann hat sie die Chance auf eine normale Zukunft. Wie konnte das nur passieren, Martin? Wir hätten besser aufpassen müssen. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Gehen wir zum Gericht. Ich will nicht zu spät kommen. Bist du bereit, Lisa? Ja, ich bin bereit. Alles klar. Es kann losgehen, Euer Ehren. Lisa Peters, du wirst beschuldigt, eine Diebin zu sein. Du hast Sachen im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Jetzt, Lisa, gib es zu. Ihr liegt alle falsch. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Jetzt reicht es. Wir haben Beweisvideos. Jeder weiß, was du getan hast, Lisa. Hiermit verurteile ich dich zu 5 Jahren Haft. Du verlässt das Gefängnis erst, wenn du 17 bist. Warum hast du das getan? Weil ich unschuldig bin. Bringt sie in ihre Zelle. Ich hoffe, du lernst daraus, Lisa. 2 Tage vorher. Nochmal kurz überlegen. Kleidung, Handys, Laptops. Ich glaube, ich hab alles. Endlich raus hier. Hier sind keine Kameras mehr. Endlich kann ich die Perücke abnehmen. Ich bin wieder da. Du hättest gestehen sollen, Lisa. Jetzt musst du 5 Jahre hier drin bleiben. Ich bin unschuldig. Das kannst du so oft sagen, wie du willst. Es wird trotzdem nicht wahr. Das ist die Wahrheit. Ich lüge nie. Träum weiter, Lisa. Wir sehen uns in 5 Jahren. Ich verstehe das nicht.
Warum hat Lisa das getan? Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Sie hat ihre Zukunft ruiniert. Können wir noch irgendetwas für sie tun? Nein, dafür ist es zu spät. Lisa wird die nächsten 5 Jahre im Gefängnis verbringen. Niemand kann ihr jetzt noch helfen. Wieso tut sie uns das an? Vielleicht tut ihr die Zeit im Gefängnis gut. Sie lernt, sich an die Regeln zu halten. Das ist zu viel für mich. Ich muss hier raus. Wieso hast du nicht einfach gestanden, Lisa? Weil ich unschuldig bin. Aber niemand glaubt mir. Ich glaube dir. Du siehst nicht wie eine Kriminelle aus. Danke, aber wie überzeuge ich die anderen? Anscheinend gibt es ein Video, wo ich alles klaue. Das ist eigenartig. Wenn du die Sachen nicht geklaut hast, wer war es dann? Ich habe es fast geschafft. Wenn ich das alles verkaufe, bin ich reich. Und jeder wird denken, dass es Lisa war. Aber mir fehlt noch etwas. Es ist noch nicht genug. Ein letztes Mal muss ich noch einbrechen. Heute Abend ist es soweit. Dann habe ich endlich alles. Lisa wird sich noch wundern. Ich hoffe, sie verrottet im Gefängnis. Da ist Bibi schon wieder. Schnell, Lisa, geh auf die Knie. Hallo, Linda. Hallo, Lisa. Stinkt ihr so oder ist es die Toilette? Ich weiß es nicht, Bibi. Bitte tu uns nicht weh. Du bist ganz schön fett geworden, Linda. Ich sollte weiterhin deinen Schokopudding essen. Ja, Bibi, du kannst ihn haben. Sabine wird dich trotzdem verprügeln. Das ist dir klar, oder? Lass sie sofort in Ruhe. Oder du bekommst es mit mir zu tun. Willst du dich wirklich mit uns anlegen? Ich rate dir davon ab, Neue. Bitte, tu das nicht, Lisa. Sabine hat einen schwarzen Gürtel in Karate. Es tut mir wirklich leid, Bibi. Sie meint es nicht ernst. Doch, das tue ich. Hör auf, Lisa. Das wirst du noch bereuen, Lisa. Wir sehen uns beim Mittagessen. Es ist wirklich passiert. Lisa ist im Gefängnis. Was machen wir jetzt? Du hast den Anwalt gehört, Marie. Wir können nichts tun. Wir müssen einfach abwarten. In 5 Jahren ist Lisa wieder draußen. Das ist so viel Zeit. Hoffentlich haben die Kinder dort keinen schlechten Einfluss auf sie. Wo ist eigentlich Lisa? Setz dich hin, Samuel. Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen uns gegen Bibi wehren. Sie denkt, dass sie die krasseste ist. Ich habe es schon probiert, aber gegen Sabine haben wir keine Chance. Also sollen wir einfach nichts tun? Ja, mach immer, was sie dir sagt. Dann tut sie dir nicht weh. Das kommt nicht in Frage. Ich lasse mich nicht herumschubsen. Achtung, da kommt sie. Das sind ja meine Turteltauben wieder. Na, lasst ihr es euch schmecken? Hör zu, Bibi Blocksberg. Ich will keinen Stress. Lass mich einfach in Ruhe. Hast du mich gerade Bibi Blocksberg genannt? Jetzt reicht es. Attacke, Sabine. Tu es lieber nicht. Nimm das! Wie hast du das gemacht? Das hat noch niemand geschafft. Ich bin dran. Lisa, du hast es geschafft. Du bist jetzt die krasseste. Was ist hier los? Das war Lisa. Sie hat Sabine einfach getreten, ohne Grund. Das ist nicht wahr. Sabine hat mich zuerst getreten. Das stimmt nicht. Bitte, glaub mir, Thomas. Natürlich, Bibi. Ich glaube dir. Lisa, du kommst mit mir. Dafür gibt es 3 Tage Einzelhaft. Das ist unfair. Ich habe nichts getan. Ich werde nicht mit dir diskutieren. Du kommst jetzt mit. Ich will hier raus. Es tut mir wirklich leid, dass du es so erfahren musst. Aber deine Schwester ist kriminell. Warte mal kurz. Lisa bricht in Kaufhäuser ein und klaut Sachen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist wahr, Samuel. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Es gibt ein Beweisvideo.
Es ist mir egal, was die anderen sagen. Meine Schwester ist kein Dieb. Lisa ist kein Langfinger, ich weiß es. Aber irgendwie muss ich es beweisen. Ja, Samuel, was ist los? Sarah, wir müssen uns kurz treffen. Es geht um Lisa. Ich glaube, sie ist in Gefahr. Was ist passiert? Lisa ist im Gefängnis. Was? Lisa ist im Gefängnis? Alle denken, sie hat Sachen gestohlen, aber das stimmt nicht. Lisa würde niemals stehlen. Das habe ich auch gesagt. Jemand versucht, sie reinzulegen. Wer könnte das sein? Ich weiß es nicht, aber wir müssen es herausfinden. Okay, lass uns treffen, einen Plan machen. Ich bin gleich bei dir. Genieß die Zeit in Einzelhaft, Lisa. In 3 Tagen darfst du wieder raus. Bibi ist eine Lügnerin. Wieso nennt sie dich überhaupt Thomas? Du wirst Bibi und Sabine ab sofort in Ruhe lassen. Hast du das verstanden? Ja, Thomas. Für dich heißt das immer noch Herr Müller. Okay, du Idiot. Was hast du gerade gesagt? Entschuldigung, ich meinte natürlich Sie, Idiot. Du willst es wohl auf die harte Tour lernen, oder Lisa? Na gut, kannst du haben. Dafür gibt es 3 Tage kein Essen. Okay, Samuel, wir müssen nachdenken. Wie befreien wir Lisa? Lass mich kurz überlegen. Am besten wir finden den richtigen Dieb. Was denkst du? Ja, gute Idee. Dann können wir Lisas Unschuld beweisen. Aber wo finden wir diesen Dieb? Die Person sieht ähnlich aus wie Lisa. Wir können zur Polizei gehen und uns das Video anschauen. Vielleicht erkennen wir den Dieb sogar. Es muss jemand sein, den wir kennen. Jemand, der Lise nahe stand. Ja, du hast recht. Dann gehen wir zur Polizei. Was macht ihr hier? Das ist kein guter Ort für euch. Geht lieber wieder nach Hause. Mein Name ist Samuel Peters. Ich bin der Bruder von Lisa. Dann bist du vielleicht doch am richtigen Ort. Hast du auch Sachen geklaut? Nein, ich bin kein Dieb. Und Lisa auch nicht. Eure Familie ist gleich. Alles Lügner. Nimm das sofort zurück. Niemals. Ich will das Video sehen. Welches Video meinst du? Das Video, wo Lisa Sachen klaut. Das kann nicht wahr sein. Dieses Video ist streng vertraulich. Du wirst es niemals bekommen. Okay, dann will ich meine Schwester sehen. Das geht auch nicht. Warum? Ich habe das Recht darauf, sie zu besuchen. Sie ist in Einzelhaft. Niemand darf zu ihr. Wir erteilen ihr gerade eine Lektion. Was macht ihr mit meiner Schwester? Sie wird schon lernen, wer hier der Boss ist. Mir ist schwindelig und ich hab Hunger. Ich bin so schwach. Lass Lisa sofort da raus. Ja, natürlich. Du kannst sie gleich abholen. Wann genau? In genau 4 Jahren, 364 Tagen, 12 Stunden und 36 Minuten. Das war's aber gut, Thomas. Dafür werdet ihr noch bezahlen. Das verspreche ich euch. Was sollen wir jetzt tun? An das Video kommen wir nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden, Sarah. Ich lasse Lisa auf keinen Fall alleine da drin. Wer weiß, was sie mit dir anstellen. Wir müssen den Dieb so schnell wie möglich finden. Aber wie? Ich habe eine Idee. Aber sie ist sehr riskant. Erzähl sie mir. Okay, aber nicht dir. Hier ist es zu gefährlich. Ich kenne viele Diebe. Sie haben alle etwas gemeinsam. Sie sind extrem gierig. Was willst du damit sagen? Ich glaube, der Dieb wird wieder zuschlagen. Denkst du wirklich? Aber Lisa ist doch schon im Gefängnis. Dafür muss er oder sie wirklich gierig sein. Und wir müssen ihn abfangen. Wie gesagt, der Plan ist sehr riskant. Du willst selbst in dem Kaufhaus einbrechen? Es ist unsere einzige Möglichkeit. Wir können den Dieb auf frischer Tat ertappen. Bist du bekloppt? Am Ende landen wir selbst im Gefängnis. Ich kenne das Risiko, Sarah. Aber für meine Schwester würde ich alles tun. Wenn dir die Gefahr zu hoch ist, dann bleib hier. Nein, du hast recht. Lisa würde das Gleiche für mich tun. Wir werden das Kaufhaus heute Abend einbrechen. Ein paar Stunden später. Es ist soweit. Ich kann das letzte Mal im Kaufhaus einbrechen. Heute stehle ich etwas besonders Wertvolles. Und das Beste daran ist, jeder denkt, ich bin Lisa. Samuel, wieso hast du schwarze Sachen an? Damit man mich nicht sieht. Ich sehe dich aber trotzdem.
Wir haben keine Zeit für so etwas, Sarah. Wie kommen wir in das Kaufhaus? Da gibt es einen Notausgang. Er ist immer offen. Da kommen wir auf jeden Fall rein. Okay, gehen wir rein. Deine Zeit ist fast vorbei, Lisa. Wie fühlst du dich? Bitte, lassen Sie mich hier raus. Dafür ist es zu früh. 2 Tage hast du noch. Bitte, ich will zu meiner Familie. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Deine Familie wirst du für lange Zeit nicht mehr sehen. Das Kleid fehlt noch in meiner Sammlung. Die Schuhe sehen auch nicht schlecht aus. Ach, ich nehme sie einfach mit. Hier ist sowieso alles gratis. Oder auf Nacken von Lisa. Okay, wir sind drin. Was jetzt? Wir müssen den Dieb finden und wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Wenn du ein Dieb wärst, was würdest du stehlen? Das wertvollste Teil im Kaufhaus. Ich weiß, wo das ist. Meine Mama kauft dort immer ein. Komm mit. Oh ja, da ist er. Den Rubin habe ich gesucht. Der ist mindestens 100.000 Euro wert. Wenn ich den klaue, muss ich nie wieder in die Schule gehen. Gut, ich bin ganz alleine. Schnell weg hier. Du gehörst mir, mein Schatz. Vielleicht nehme ich noch etwas mit. Mist, ich habe den Alarm aktiviert. Ich muss schnell hier raus. Hörst du das, Samuel? Da ist der Alarm. Das muss der Dieb sein. Er ist hier. Das Geräusch kommt von da hinten. Los, beeilen wir uns. Hier fehlt etwas. Der Dieb war auf jeden Fall hier. Wir sind auf der richtigen Spur. Wir dürfen nicht zu lange hier bleiben. Die Polizei wird bald hier sein. Wir sind ihm dicht auf der Spur. Ich spüre es. Schau mal, Samuel, das sind Fußspuren. Die müssen von dem Dieb sein. Wir haben ihn. Komm, Sarah. Ich habe es geschafft. Niemand hat mich gesehen. Der Rubin gehört mir. Keine Bewegung. Du da, bleib sofort stehen. Dreh dich um, aber ganz langsam. Ich habe nichts getan. Bitte glaub mir. Was ist das in deiner Hand? Das ist nur ein Spielzeug. Du hast es aus dem Laden geklaut, oder nicht? Nein, ich würde niemals stehlen. Wieso hast du dich als Lisa verkleidet? Ich kenne keine Lisa. Wie ist dein Name? Grüne Augen? Tut so, als wäre sie Lisa? Samuel, ich weiß, wer das ist. Nimm sofort die Perücke ab, Clara. Du bist klüger, als ich dachte, Sarah. Das muss ich dir lassen. Clara, was machst du hier? Na, überrascht mich zu sehen? Du wolltest unsere Stadt doch für immer verlassen. Ich habe es mir anders überlegt. Euer Leben zu zerstören macht viel mehr Spaß. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Clara. Du wirst gestehen, was du getan hast. Dann kommt Lisa wieder aus dem Gefängnis. Warum sollte ich das tun? Dank Lisa habe ich das beste Leben. Das werde ich nicht zulassen. Du verstehst es nicht, oder? Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin euch immer 2 Schritte voraus. Das denkst nur du. Ach ja, schau zu und lern etwas. Warum heult ihr jetzt plötzlich? Was ist hier los? Warum ist der Alarm angegangen? Officer, gut, dass Sie da sind. Die beiden haben einen Rubin gestohlen. Ich war im Kaufhaus eingesperrt und konnte sie aufhalten. Hier ist der Rubin. Danke, junges Fräulein. Du bist wirklich ein gutes Mädchen. Und jetzt zu euch. Dafür kommt ihr beide ins Gefängnis. Das Mädchen lügt. Sie ist eingebrochen, nicht wir. Hört auf mit den Ausreden. Ich habe genug gesehen. Ihr kommt mit mir mit. Ein paar Stunden später. Ich kann es nicht fassen. Claras Plan hat wirklich funktioniert. Da, du kannst zu deiner kriminellen Familie. Was macht ihr hier, Leute? Wir wissen, wer die Sachen geklaut hat, Lisa. Es war Clara. Sie ist wieder da. Dann bleibt uns nur eine Möglichkeit. Wir müssen von ihr ausbrechen. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Natürlich meine ich das ernst. Ich werde nicht hier drin sitzen und warten, während Clara mein Leben zerstört. Das ist ein Gefängnis, Lisa. Du kannst hier nicht einfach ausbrechen.
Von einfach war nie die Rede, aber es ist möglich, das weiß ich. Unsere beiden Kinder sind im Gefängnis. Das ist ein Albtraum. Ich weiß, Marie. Keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben. Waren wir wirklich so schlechte Eltern? Alle werden über uns lästern, Martin. Das werde ich nicht zulassen. Niemand redet schlecht über unsere Familie. Ich will doch nur, dass alles wieder normal wird. Ja, ich weiß, Marie. Das wünsche ich mir auch. Hast du schon einen Plan, Lisa? Du bist von uns allen am längsten hier. Das Gefängnis hier ist extrem sicher. Es wird sehr schwer auszubrechen. Aber es gibt eine Schwachstelle. Es ist ein Wächter. Sein Name ist Thomas. Warum ist er eine Schwachstelle? Weil er zu nett zu Bibi ist. Wer ist Bibi? Sie ist unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Als erstes müssen wir sie überzeugen. Okay, das kann nicht so schwer sein. Du kennst Bibi nicht. Wenn sie uns verpetzt, sind wir dran. Das Risiko müssen wir eingehen. Hallo, Bibi. Was willst du hier, Lisa? Haben dir die 3 Tage im Bunker nicht gereicht? Willst du mehr? Mach dich bereit, Sabine. Nein, deshalb bin ich nicht hier. Warum dann? Ich will von hier ausbrechen. Du bist verrückt. Das hat noch niemand geschafft. Überleg mal, Bibi, wie lange hast du noch? 4 Jahre fehlen mir noch. Wärst du nicht gerne jetzt schon bei deiner Familie? Ja, das wäre schön. Dann lass uns zusammenarbeiten. Gemeinsam können wir das schaffen. Okay, wir sind dabei. Wie ist der Plan? Mein Plan hat funktioniert. Samuel und Sarah sind auch im Gefängnis. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Ich muss anfangen, das Zeug zu verkaufen. Dann bin ich endlich reich. Morgen haben wir den Termin im Gefängnis. Lass uns das Beste aus der Situation machen. Am besten, wir schimpfen nicht mit den Kindern. Wir dürfen sie nur noch einmal die Woche sehen. Du hast recht, Marie. Wir sollten eine schöne Zeit mit Samuel und Lisa haben. Einen Tag später. Hallo, Kinder. Wie geht es euch? Kommt ihr zurecht? Ja, uns geht es gut. Macht euch keine Sorgen. Wir werden bald wieder zu Hause sein. Wie meinst du das? Ihr müsst noch knapp 5 Jahre im Gefängnis bleiben. Alles wird gut, Papa. Mach dir keine Sorgen. Bitte sag mir nicht, dass du etwas Dummes vorhast. Es ist nichts Dummes. Ich bin unschuldig. Bitte, stell nichts an. Vielleicht wird deine Strafe verlängert. Dann sehen wir uns nie wieder. Ich werde hier nicht verrotten, obwohl ich nichts angestellt habe. Ich kann das alles nicht mehr. Wir lieben euch. Okay, Lisa, wir sind dabei. Wie sieht der Plan aus? Wir brauchen deine Hilfe, Bibi. Wir brauchen Thomas. Was wollt ihr von Thomas? Er war immer nett zu mir. Keine Angst, wir werden ihm nicht wehtun. Wir brauchen nur seinen Schlüssel. Wie soll ich da rankommen? Wir müssen ihn austricksen. Das ist unsere einzige Chance. Okay, was soll ich tun? Du musst ihn irgendwie zu uns locken. Wir übernehmen dann den Rest. Alles klar, ich habe eine Idee. Aua, bitte helft mir. Ich habe mir wehgetan. Bibi, was ist passiert? Ich bin vom Bett gefallen. Mein Bein tut weh. Oh nein, du Arme. Warte hier, ich hole gleich den Arzt. Jetzt, Leute, Angriff! Was macht ihr alle hier? Sorry, Thomas, ist nichts Persönliches. Schnell, Leute, nehmt seine Schlüssel. Danach verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Thomas. Ihr müsst uns beeilen. Lauft so schnell ihr könnt. Wie geht es jetzt weiter, Lisa? Da hinten ist der Ausgang. Wir müssen schnell durch das Tor, bevor Thomas den anderen Bescheid gibt. Was ist passiert? Wo bin ich?
Ich erinnere mich wieder. Die haben mich reingelegt. Wo sind sie jetzt? Oh mein Gott, sie brechen aus. Die haben sich mit dem Falschen angelegt. Ich werde euch wieder einsperren. Da vorne ist schon der Ausgang, Leute. Wir haben es fast geschafft. Bald sind wir frei. Hey, was macht ihr hier? Wieso seid ihr nicht in eurer Zelle? Lauft! Oh mein Gott, Samuel, steh schnell auf. Ich kann nicht. Ich hab mir den Fuß gebrochen. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Ihr habt keine Zeit. Geht ohne mich, Lisa. Ich lass dich auf keinen Fall hier zurück. Du musst. Ansonsten fangen sie uns alle. Bitte geht einfach. Er hat recht, Lisa. Wir haben keine Zeit. Wir holen dich hier wieder raus. Das verspreche ich dir. Wir müssen weiter, Leute. Alarmstufe Rot. Die brechen aus. Wir brauchen Verstärkung. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Danke für deine Hilfe, Bibi. Dir natürlich auch, Sabine. Wir haben zu danken. Ohne euch wären wir immer noch da drin. Was hast du jetzt vor, Lisa? Ich werde die Person finden, die mir das angetan hat. Und ich werde sie bestrafen. Danach hole ich Samuel aus dem Gefängnis. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Das glaube ich auch. Bis bald, Bibi. Wo sind sie hin? Sie haben den Ausgang da hinten genommen. Wieso hast du sie nicht aufgehalten? Sie aufhalten? Dafür werde ich zu wenig bezahlt. Am Ende verletze ich mich noch. Dafür wirst du dein ganzes Leben lang hier verbringen. Dafür werde ich sorgen. Jetzt schnappe ich mir deine Schwester. Was tun wir jetzt, Lisa? Wir haben immer noch keine Beweise gegen Clara. Niemand wird uns glauben. Ich habe eine Idee. Wenn das funktioniert, dann sind wir Clara für immer los. Wie soll das funktionieren? Wir müssen ihre Gier ausnutzen. Dann können wir sie schlagen. Okay, fangen wir an. Wir müssen zu mir nach Hause. Ich brauche meinen Computer. Ihr denkt wirklich, ihr könnt entkommen. Ihr seid ja noch blöder, als ich dachte. Niemand entkommt einfach so aus dem Gefängnis. Ihr kommt sofort wieder hinter Gitter. Und zwar für immer. Hallo Mama, hallo Papa. Lisa, was machst du denn hier? Solltest du nicht eigentlich im Gefängnis sein? Wir sind ausgebrochen. Ihr seid was? Was ist mit Samuel? Samuel ist noch im Gefängnis. Er hat es nicht geschafft. Wir müssen dich sofort zur Polizei bringen. Wenn du freiwillig wieder ins Gefängnis gehst, ist deine Strafe geringer. Auf keinen Fall gehe ich da wieder rein. Ich bin unschuldig und ich werde es beweisen. Ich gebe dir 24 Stunden. Danach bringe ich dich persönlich zur Polizei. Okay, abgemacht. Ich brauche aber deinen Computer. Der steht oben im Arbeitszimmer. Was hast du jetzt vor, Lisa? Ich werde Clara reinlegen, so wie sie mich reingelegt hat. Sei bitte vorsichtig. Clara ist sehr schlau. Das weiß ich, aber sie ist auch sehr gierig. Das ist ihre Schwäche. Jemand hat mir eine Nachricht geschickt. Die Nachricht ist von eBay. Der will alle Sachen kaufen. Der Fisch ist an der Angel, Sarah. Was soll das heißen? Clara hat angebissen. Die will 100.000 Euro für alle Sachen. So viel hat sie also gestohlen. Mach sie fertig, Lisa. Der Preis wurde akzeptiert. Endlich bin ich reich. Warte mal, diese Person will sich treffen und mir das Geld bar geben. Das klingt gar nicht so schlecht. Okay, wir treffen Clara 20 Uhr am Einkaufszentrum. Und dann? Dann bringen wir sie endlich ins Gefängnis. Achtung, liebe Zuschauer, wir melden uns mit einem Notfall aus München. Martin, mach den Fernseher lauter. Hallo, liebe Zuschauer, in München sind 4 Gefangene aus dem Gefängnis ausgebrochen. Es handelt sich um 4 junge Mädchen. Wenn Sie eine dieser Personen sehen, dann rufen Sie sofort die Polizei. Hast du das gehört? Die suchen schon nach Lisa. Vielleicht sollten wir sie schon früher zur Polizei bringen. Sie hat noch etwas Zeit. Wir haben ihr 24 Stunden gegeben. Wenn ich Lisa wäre, wo würde ich als erstes hingehen? Ich weiß, wo sie sich versteckt. Sie ist bestimmt bei ihren Eltern. Freu dich nicht zu früh, Lisa. Ich bring dich wieder dahin, wo du hingehörst. Ich habe alles eingepackt. Was kaufe ich als erstes, wenn ich reich bin?
Ich glaube, ich mache erst einmal einen Urlaub. Der wird mir gut tun nach dem ganzen Stress. Ich muss los. Der Käufer wartet bestimmt schon auf mich. Ich glaube, ich habe alles. Was soll ich tun, Lisa? Nichts, du bleibst hier. Was? Auf keinen Fall bleibe ich hier. Ich lasse dich doch nicht alleine. Doch, Sarah, ich muss das alleine tun. Warum denn? Samuel ist wegen mir im Gefängnis. Ich werde nicht zulassen, dass Clara dir auch schadet. Das ist nicht deine Entscheidung, Lisa. Ich will mitkommen. Geh zu deiner Familie, Sarah. Ihr habt einen guten Anwalt. Wahrscheinlich musst du nie wieder ins Gefängnis. Ich kümmere mich um Clara. Okay, Lisa, wie du willst. Hier ist das Haus von Lisas Eltern. Die Luft ist rein. Sie muss irgendwo in der Nähe sein. Ich weiß es. Hände hoch und zwar sofort. Was machen Sie in unserem Haus? Wo ist Lisa? Ich weiß es nicht. Bitte nehmen Sie die Waffe runter. Sie haben Lisa hier irgendwo versteckt. Ich weiß es. Nein, wir haben Lisa seit Tagen nicht gesehen. Ich schwöre. Bitte schießen Sie nicht. Sie wissen etwas. Ich kann es in Ihren Augen sehen. Lügen Sie mich nicht an. Wieso suchen Sie nicht im Kaufhaus nach Lisa? Im Kaufhaus ist sie also. Na gut, danke für den Tipp. Wir sehen uns später. Wo bleibt denn dieser Typ? Ich will endlich mein Geld. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich höre Schritte. Das muss er sein. Da bist du ja, Clara. Ich kenne diese Stimme. Lisa, was machst du denn hier? Überrascht mich zu sehen? Solltest du nicht im Gefängnis sein? Warum denn? Weil jemand Sachen klaut und so tut, als wäre ich der Dieb? Mein Plan hat doch funktioniert, oder nicht? Wieso bist du wieder zurück, Clara? Ich will reich werden und du wirst mir dabei helfen. Nein, du kommst jetzt ins Gefängnis. Keiner wird dir glauben, Lisa. Alle suchen nach dir. Vielleicht glauben sie mir nicht. Aber was, wenn sie es mit eigenen Augen sehen? Warum grinst du so? Du checkst es nicht, oder? Ich will nur Zeit gewinnen. Zeit? Warum das denn? Weil du recht hast. Alle suchen nach mir. Da bist du ja, Lisa. Denkst du wirklich, du kannst mich reinlegen? Nimm sofort die Hände hoch. Darf ich vorstellen, Thomas? Das ist Clara. Sie ist der richtige Dieb. Ich weiß nicht, wovon sie redet. Ich habe nichts getan. Bitte glauben Sie mir. Schau in ihre Tasche. Dort ist alles, was geklaut wurde. Das stimmt nicht. Sie lügt. Nein, bitte nicht aufmachen. Lisa hat recht. Hier ist alles drinnen. Dafür wirst du lange ins Gefängnis kommen, Clara. Also darf Samuel wieder gehen? Ja, wir lassen ihn morgen früh raus. Einen Tag später. Endlich ist alles wieder normal. Entschuldigung, dass wir euch nicht geglaubt haben. Wir hätten auf eurer Seite stehen sollen. Unsere Kinder sind keine Diebe. Schon okay, Papa. Was passiert jetzt mit Clara? Sie bleibt hoffentlich für immer im Gefängnis. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Du wirst viele Jahre hier verbringen. Gewöhn dich schon einmal dran. Früher oder später komme ich hier raus. Dann mache ich Lisa endgültig fertig. Nein, das wirst du nicht. Es ist noch nicht vorbei. Ihr werdet schon sehen. Sieh es ein, Clara. Du hast verloren. Lisa hat dich geschlagen. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ich verliere nie. Du wirst hier 10 Jahre bleiben. So schnell kannst du dich nicht an Lisa rächen. Das werden wir noch sehen. Genieß deine Zeit, Lisa. Ich komme. Lisa, du musst aufstehen. Die Schule beginnt gleich. Lisa, steh jetzt sofort auf. Nur noch 5 Minuten, Markus. Markus? Ich bin nicht Markus. Ich bin dein Vater. Hast du gerade im Schlaf gepupst? Ich schlafe jetzt weiter. Na, warte. Dir werde ich es zeigen. Hey, du bist die Neue, oder? Warum willst du das wissen? Einfach so. Ja, ich bin seit gestern hier. Warum bist du im Gefängnis? Das geht dich gar nichts an. Stell nicht so viele Fragen. Okay, Entschuldigung.
Ich will auf jeden Fall hier raus. So schnell wie möglich. Letzte Woche sind ein paar ausgebrochen. Wie haben Sie das geschafft? Ich weiß es nicht. Sie haben mich einfach hier gelassen. Wir müssen herausfinden, wie Sie das gemacht haben. Vielleicht können wir dann auch ausbrechen. Guten Morgen, Lisa. Hörst du mich jetzt? Hallo, du sollst aufstehen. Was ist los mit dir? Das ist noch nicht laut genug. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Erzähl mir mehr über den Ausbruch. Okay, was willst du wissen? Alles. Ich brauche jedes kleine Detail. Es sind insgesamt 4 Leute ausgebrochen. Lisa und noch 3 andere. Wenn Lisa das schafft, dann schaffe ich es auch. Warte mal, du kennst Lisa? Ja, ich hasse sie. Wieso fragst du? Kennst du sie auch? Ich dachte, wir wären befreundet, aber sie hat mich einfach hier drin gelassen. Das macht Lisa immer. Du musst dich an ihr rächen. Denkst du wirklich? Ja, ich helfe dir auch dabei. Okay, danke, Clara. Schauen wir mal, ob du jetzt wach wirst. Ich lasse mich nicht von der auf den Arm nehmen. Baby, du bist meine Sonne. Ich habe dich gewonnen. Wir sind für immer vereint. Das ist alles ernst gemeint. Papa, was machst du mitten in der Nacht in meinem Zimmer? Mitten in der Nacht? Es ist 8 Uhr morgens. Du kommst zu spät zur Schule. Okay, ich stehe gleich auf. Jetzt verschwinde endlich aus meinem Zimmer. Willst du wirklich ausbrechen? Wir können großen Ärger bekommen. Ich werde nicht hier vergammeln, während Lisa da draußen Spaß hat. Das kommt nicht in Frage. Okay, wie ist der Plan? Wir machen genau das Gleiche wie Lisa. Wir brauchen den Schlüssel. Okay, ich kümmere mich darum. Wie kann man so tief schlafen, Lisa? Das war meine erste ruhige Nacht seit Tagen. Davor konnte ich fast gar nicht schlafen. Meinst du wegen Clara? Ja, sie ist wirklich schlimm. Du musst dir wegen ihr keine Sorgen mehr machen. Sie ist jetzt im Gefängnis. Ja, du hast recht. Endlich kann ich wieder ein normales Leben führen. Was machst du heute noch, Lisa? Nichts Besonderes. Ich freue mich darauf, die anderen wiederzusehen. Machst du dir noch Sorgen wegen Clara? Nein, sie bleibt 10 Jahre im Gefängnis. Ich habe erst einmal meine Ruhe vor ihr. Aua, das tut so weh. Jemand muss mir helfen, bitte. Aua. Oh mein Gott, was ist passiert? Hier ist alles voller Blut. Ich bin ausgerutscht. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Wir müssen sofort einen Krankenwagen rufen. Bitte helfen Sie mir, Officer Bob. Können Sie mich vielleicht tragen? Natürlich, Linda. Jetzt, Clara. Was machst du hier? Das ist nicht deine Zelle. Ich werde von hier fliehen. Und du wirst mir dabei helfen. Nein, auf keinen Fall. Dann verliere ich meinen Job. Ganz wie du willst. Was machst du da? Du hast einen Polizisten überfallen. Nimm seine Schlüssel und halt die Klappe. Okay, Clara. Jetzt verschwinden wir von hier. Hey, Lisa, alles klar? Ja, und bei dir? Ich hab gehört, was passiert ist. Tut mir leid, dass du das durchmachen musstest. Schon okay, Markus. Jetzt ist es vorbei. Clara wird mir keine Probleme mehr machen. Ich habe eine Idee. Lass uns heute Abend zusammen etwas machen, damit du auf andere Gedanken kommst. Ist das ein Date? Mal schauen. Okay, warum nicht? Ich glaube, das wird mir gut tun. Okay, dann treffen wir uns heute Abend im Park. Bis später. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich fühle mich irgendwie komisch. Dafür ist es jetzt so spät. Du bist schon ausgebrochen. Du kannst nicht mehr zurück. Was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht zu meiner Familie. Du kommst mit mir mit.
Zusammen machen wir Lisa fertig. Komm jetzt. Achtung, liebe Zuschauer. In München sind schon wieder Leute aus dem Gefängnis ausgebrochen. Die Wächter sind anscheinend am Schlafen. Es konnten wieder zwei Häftlinge aus dem Jugendgefängnis entkommen. Es sind zwei junge Mädchen. Ihre Namen sind Linda und Clara. Vor allem Clara wird als besonders gefährlich eingestuft. Wenn sie diese Mädchen sehen, dann rufen sie sofort die Polizei. Oh mein Gott! Clara ist ausgebrochen. Lisa darf das auf keinen Fall erfahren. Ansonsten wird sie nie ihre Ruhe haben. Ich darf mir nichts anmerken lassen. Lisa soll sich endlich mal entspannen dürfen. Sie ist von der Schule wieder da. Ich muss mich normal verhalten. Hallo, mein Schatz. Wie war es in der Schule? Es war super. Markus und ich gehen heute Abend raus. Bist du dir sicher? Willst du nicht lieber zu Hause bleiben? Wir können einen Film schauen. Was ist los? Ich dachte, du magst Markus. Ja, aber es ist gefährlich abends. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin ja nicht alleine unterwegs. Okay, wie du meinst, Lisa. Du bist heute irgendwie komisch. Wo gehen wir jetzt hin? Wir brauchen andere Kleidung. Dieses orangene Zeug ist viel zu auffällig. Wir sollten uns irgendwo umziehen. Wir müssen einen Laden in der Nähe finden. Da vorne ist einer. Dort war ich immer mit meiner Mama. Wir gehen dorthin. Aber der Laden ist ziemlich teuer. Das ist egal. Geld spielt keine Rolle. Sehr gut, jetzt wird uns niemand erkennen. Was kommt als nächstes? Als nächstes müssen wir Lisa finden. Sie kann nicht so weit weg sein. Und wenn wir sie gefunden haben, dann machen wir sie fertig. Sie hat sich mit den Falschen angelegt. Was genau hat Lisa dir getan? Sie hat mich vor vielen Jahren reingelegt. Das wird sie noch bereuen. Hallo Lisa, du siehst wirklich gut aus. Danke, Markus, du auch. Wohin gehen wir? Ich habe etwas Kleines vorbereitet. Kommst du? Ja, gerne. Nicht so schnell. Papa, was machst du denn hier? Ich komme mit. Wohin? Was meinst du? Na, zu eurem Treffen. Ich werde mitkommen. Spinnst du? Nein, warum? Ich bin dein Vater. Du bist peinlich. Auf keinen Fall nehme ich dich mit. Okay, dann machen wir es anders. Markus, hör genau zu. Meinen Sie mich? Siehst du noch einen anderen Markus hier? Nein, nicht wirklich. Dann meine ich natürlich dich. Du wirst Lisa Punkt 18 Uhr wieder herbringen. Okay, das mache ich, versprochen. 18 Uhr und keine Sekunde später. Okay, Herr Peters. Können wir jetzt endlich gehen? Ja, ihr dürft los. Wo sollen wir anfangen, nach Lisa zu suchen? Entweder ist sie bei sich zu Hause oder bei ihren Freunden. Also fangen wir dort an zu suchen? Ich weiß, wo wir anfangen. Das ist also deine alte Schule? Ja, genau. Meine und Lisas. Wenn jemand weiß, wo Lisa ist, dann sind das die Leute hier. Wir können reingehen. Vielleicht finden wir dort jemanden. Ja, gute Idee. Du wirst immer besser, Linda. Hallo, ist hier jemand? Kann mich jemand hören? Psst, nicht so laut. Die Polizei sucht immer noch nach uns. Clara, bist du es? Hallo, Herr Kunze. Bist du nicht umgezogen? Ich bin wieder da. Sagen Sie mal, wissen Sie, wo Lisa ist? Ich weiß nur, dass sie mit Markus in den Park gehen wollte. Wieso fragst du? Seid ihr wieder befreundet? Ja, genau. Wir sind wieder Freunde. Ich gehe dann mal zu Lisa. Tschüss. Die ist immer noch komisch. Hast du das selber gemacht, Markus? Ja, das ist alles für dich, Lisa. Seit wann bist du so romantisch? Das hast du dir verdient nach dem ganzen Stress. Du bist wirklich ein toller Freund. Was meinst du mit Freund? Wir sind doch befreundet, oder nicht? Ich will nicht nur mit dir befreundet sein, Lisa. Ich will mit dir zusammen sein. Wollen wir es nicht etwas langsamer angehen lassen? Ich will nichts überstürzen. Nichts überstürzen? Wir waren schon einmal zusammen.
Hast du das für mich gemacht oder für dich? Für dich natürlich. Ich will ja mit dir zusammen sein. Ich weiß nicht, Markus. Das geht mir irgendwie alles zu schnell. Zu schnell? Ich habe 2 Stunden lang das Picknick vorbereitet. Ich dachte, du willst einfach mal nett sein. Will ich auch. Deshalb kannst du ja mit mir zusammen sein. Du willst wirklich? Unglaublich, Markus. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich wollte mich einfach mal entspannen. Die Frauen heutzutage wollen einfach keinen Gentleman. Markus ist blöd und ich habe mich verlaufen. Keine Ahnung, wie ich wieder nach Hause komme. Warum muss immer alles schief laufen? Mein Leben ist eine Katastrophe. Ich mache mir immer noch Sorgen um Lisa. Markus kann sie nicht vor Clara beschützen. Vielleicht sollte ich losgehen und nach ihr suchen. In 30 Minuten ist es 18 Uhr. Ich werde bis dahin warten. Vielleicht bringt Markus Lisa ja pünktlich zurück. Habe ich ihr vielleicht etwas falsch gemacht? Ich mag es nicht, Lisa traurig zu sehen. Vielleicht sollte ich mich bei ihr entschuldigen. Lisa, warte, ich komme. Was ist denn los, Lisa? Warum weinst du? Ist alles okay? Linda, bist du es? Du erinnerst dich also an mich? Ja, natürlich. Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Du meinst, nachdem du mich im Gefängnis gelassen hast? Stimmt, ich hab dich total vergessen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe dir vertraut, Lisa. Du hast mich einfach dort gelassen. Wie konntest du mir das antun? Kann ich das wieder gut machen? Ich lade dich auf ein Eis ein. Ich habe jemanden mitgebracht. Jemanden, der dich gerne sehen würde. Wer ist es? Sag mir nicht, es ist... Hallo, Lisa. Clara, was machst du denn hier? Überraschung. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Was willst du von mir? Du dachtest wirklich, du kannst mich reinlegen? Du hast dich mit der Falschen angelegt. Jetzt kommt die Rache. Komm mit, wir haben eine Überraschung für dich. Nein, danke. Ich bleibe lieber hier. Das war keine Frage, Lisa. Los jetzt, du machst es nur noch schlimmer. Es ist 18 Uhr. Wo bleibt Markus? Wenn er Lisa nicht zu mir bringt, dann muss ich eben zu Lisa gehen. Was machen wir hier? 3-mal darfst du raten, Lisa. Du wirst da runterspringen. Spinnst du? Das sind mindestens 10 Meter. Entweder du springst freiwillig oder wir zwingen dich dazu. Bitte, tu das nicht, Clara. Das überlebt man nicht. Genau das ist ja das Ziel. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Lisa? Bitte, sag meiner Familie, dass ich sie liebe. Das richten wir aus. Keine Sorge. Mach's gut, Lisa. Lass Lisa in Ruhe, du blöde Kuh. Linda, kümmere dich um ihn. Was willst du denn jetzt? Wenn ich gehe, dann nehme ich dich mit, Lisa. Ah! Ist das gerade wirklich passiert? Ich denke schon. Das wird uns niemand glauben. Es muss auch niemand erfahren. Danke, dass du hergekommen bist. Ohne dich wäre ich nicht mehr hier. Willst du jetzt mit mir zusammen sein? Nein! Hallo? Hört mich jemand? Ist irgendjemand hier? Lisa, wach auf! Ich bin müde. Ich will noch ein bisschen schlafen. Hier ist alles voller Cheeseburger. Und ich bin ganz alleine. Das ist der beste Tag meines Lebens. Was ist das für ein Geräusch? Da ist es schon wieder. Och Mann, ich will wieder zurück. Da war alles voller Cheeseburger. Halt endlich die Klappe. Jetzt reicht es. Aua. Geht doch. Ich gehe duschen. Papa hat letztens ein richtig geiles Lied gehört. Es heißt Major Tom oder so. Wie ging das nochmal? Ach ja, ich hab's. Lisa singt schon wieder unter der Dusche. Das muss ich mir anhören.
Oh ja, das ist perfekt. Das muss ich aufnehmen. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Lisa hat in mein Kopfkissen gepupst. Das ist meine Rache. Ich werde die Audio hochladen. Samuel, was machst du hier? Ich mache nichts. Sarah hat mir eine Nachricht geschrieben. Hä? Welches Lied ist voll peinlich? Das ist die Rache für das vollgepupste Kissen, Lisa. Hast du mich etwa beim Singen aufgenommen? Jetzt steht es 1:1, Lisa. Komm her, du Blödmann. Was ist das für ein Video? Lisas peinlicher Song. Da muss ich draufklicken. Oh nein, Lisa singt Major Tom. Das ist das peinlichste Lied aller Zeiten. Warum macht sie das? Was soll das, Samuel? Du hast in mein Kopfkissen gepupst. Na und? Du musst nicht gleich mein Leben zerstören. Alle werden mich auslachen. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Bitte lösch das Video sofort wieder. Okay, ich werde es löschen. Oh oh. Was ist los? Ich glaube, das mit dem Video löschen wird nichts. Warum? 500 Leute haben es schon runtergeladen. Es ist für immer im Internet. Alle werden mich morgen auslachen. Dafür pupse ich dein ganzes Zimmer voll. Einen Tag später. Los, Kinder, ich bringe euch zur Schule. Kann ich heute zu Hause bleiben? Nein, warum? Ich fühle mich nicht gut. Hör auf, die Schule zu schwänzen. Wir fahren jetzt los. Was ist denn los mit dir, Lisa? Du siehst so besorgt aus. Heute wird ein harter Tag. Warum? Schreibt ihr einen Test? Nein, aber so ähnlich. Na gut, ich hole euch nach der Schule wieder ab. Viel Spaß. Bist du bereit, Lisa? Ja, bringen wir es hinter uns. Okay, ich bin bei dir. Das ist einfach zu lustig. Schaut mal, wer da ist, Leute. Das ist unser Major Tom. Kommt dir das hier bekannt vor, Lisa? Völlig losgelöst von der Erde. Bitte mach das aus, Miriam. Warum denn? Vielleicht, weil es voll peinlich ist. In einer Woche haben die wieder alles vergessen, Lisa. Nein, darüber werde ich das ganze Jahr lachen. Ich halte es hier nicht aus. Ich werde nach Hause gehen. Geil, meine geheime Seele läuft wieder. Zum Glück ist niemand zu Hause. Wer ruft mich um diese Uhrzeit an? Kann ich nicht einmal meine Serie schauen? Ja, hallo, Martin Peters hier. Hallo, hier ist Nadja von The Voice of Germany. Meinen Sie die Fernsehshow? Ja, genau die. Oh mein Gott, Sie haben meine Bewerbung erhalten, oder? Wollen Sie mich etwa einladen? Das ist mein größter Traum. Naja, also... Ich kann Ihnen auch gerne etwas vorsingen. Baby, du bist mein Sonnenschein. Ich will nie ohne dich sein. Wir würden Lisa Peters gerne einladen. Was? Lisa? Aber die singt doch nie. Wir haben ein Video von ihr gesehen. Es hat uns überzeugt. Kann sie morgen zum Casting kommen? Ja, na klar. Ist vielleicht auch Platz für mich beim Casting? Nein, leider nicht. Okay, ich bringe Lisa morgen vorbei. Lisa, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ja, bitte. Ich kann gute Neuigkeiten gebrauchen. Wir wurden zu The Voice of Germany eingeladen. Was, wirklich? Ja, sie wollen, dass wir morgen zum Casting gehen. Also eigentlich nur du, aber ich versuche auch mein Glück. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Wir werden Superstars. Ich muss mich vorbereiten. Morgen muss ich performen. Einen Tag später. Du schaffst das, Lisa. Heute ist dein Tag. Du gehst jetzt dahin und gewinnst das Ding. Weil du bist die krasseste und geilste Sängerin der Welt. Lisa, kommst du? Wir müssen los. Ja, ich komme. Was hast du da an? Das ist mein Outfit für die Bühne. Ich dachte, Lisa soll singen, nicht du. Wenn ich erst einmal dort bin, überzeuge ich die Jury. Wenn, dann haben wir doppelte Chance zu gewinnen. Okay, gehen wir. Ich will nicht zu spät kommen. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Warum denn? Ich habe noch nie vor so einer großen Jury gesungen. Du bist nicht einmal eingeladen. Hey, du weißt, dass das mein Traum ist. Fahr mich einfach zum Casting, bitte. Und konzentrier dich auf die Straße.
Ich muss nochmal die Lyrics von meinem Song üben. Weißt du schon, was du singst? Ich singe wieder Major Tom. Das ist mein bestes Lied. Damit komme ich auf jeden Fall weiter. Wir sind da. Bist du bereit, Lisa? Ja, ich wurde dafür geboren. Die Einstellung gefällt mir. Hallo, ich bin für das Casting hier. Wie ist dein Name? Ich bin Lisa Peters. Ja, du bist zum Casting eingeladen. Bitte geh nach hinten in den Warteraum. Wir rufen dich dann auf. Okay, danke. Ich bin so aufgeregt. Ich halte das nicht mehr aus. Das schaffst du schon. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, und du? Das ist mein 10. Versuch. Ich bin wie Menderes bei DSDS. Du brauchst mehr Selbstvertrauen. Dann schaffst du es. Glaubst du echt? Ja, vertrau mir. Kann ich auch am Casting teilnehmen? Wurden Sie eingeladen? Ja. Wie heißen Sie? Ich bin Martin Peters. Ich habe hier nur einen Mats Petersen. Ach so, ja, das bin ich. Okay, der Raum für die Erwachsenen ist gleich da vorne. Super, danke. Hast du gar keine Angst? Nein, ich weiß, dass ich krass bin. Oh mein Gott, da kommt Tina. Wer ist Tina? Kennst du nicht Tina Turner? Nein, was soll das sein? Sie gewinnt im Wettbewerb seit 3 Jahren. Oh mein Gott, Tina, du bist es wirklich. Ich bin dein größter Fan. Kiss erstmal meine Füße, Schätzchen, bevor du mit mir redest. Ja, natürlich. Was ist denn mit der denn los? Sie ist ultra berühmt. Sie kann machen, was sie will. Als nächstes ist Svenja dran. Oh nein, das bin ich. Du schaffst das, Svenja. Danke für deine Hilfe. Hallo, ich bin für das Casting hier. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Bob. Ich kann leider keinen Bob bei uns im System finden. Wahrscheinlich ist mein Künstlername gespeichert. Und wie lautet der? Bob der Baumeister? Nein, Mats Peters. Aber es ist schon ein Mats Peters im Warteraum. Welches Schwein hat meinen Namen verwendet? Endlich ist es soweit. Mein großer Tag ist gekommen. Bald bin ich berühmt. Bist du auch zum ersten Mal hier? Ja, aber ich habe vor, das Ding zu gewinnen. Wow, du bist ganz schön überzeugt von dir. Ja, na klar. Hast du mal meine Stimme gehört? Ich kann das Ding nur gewinnen. Okay, viel Erfolg dabei. Danke, vielleicht wirst du ja Zweiter. Mats Peters, bitte. Los geht's, Martin. Du hast lange auf diesen Tag gewartet. Du schaffst das. Hallo, ich bin Mats Peters. Fang endlich an zu singen. Wenn sich jemand umdreht, bist du weiter. Ich singe. Oh Baby, das ist ein Lied von mir. Fang endlich an. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, los geht's. Baby, du bist mein Sonnenschein. Ich will für immer bei dir sein. Ohne dich wär ich ganz allein. Lieber hab ich kein linkes Bein. Oh Baby. Oh mein Gott. Dieter Bohlen hat sich umgedreht. Heißt das, ich bin weiter? Ich wollte dir ins Gesicht schauen. Wenn du mir sagst, dass ich weiter bin? Nein, wenn ich dir sage, dass du der schlechteste Sänger auf der Welt bist. Ich würde lieber beide Ohren verlieren, als dich noch eine Sekunde länger singen zu hören. Wer hat dich überhaupt eingeladen? Also bin ich nicht weiter? Nein, raus mit dir und zwar sofort. Du kannst aufhören, meine Füße zu küssen. Danke, Tina. Es war mir eine Ehre. Okay, jetzt verschwinde. Du kommst sowieso nicht weiter. Okay, wie du möchtest, Tina. Du bist neu hier, oder? Ja, ist mein erstes Mal. Mach dir bloß keine Hoffnungen. Gegen mich gewinnt sowieso niemand. Wie du meinst. Lisa Peters, bitte. Du bist dran. Mach dir bloß nicht in die Hose. Da ist sogar Shirin in der Jury. Du kannst anfangen, Lisa. Gib dein Bestes. Hallo zusammen. Ich singe Major Tom. Fang an, wir sind gespannt. Okay, los geht's. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Oh nein, niemand hat sich umgedreht. Was bedeutet das? Bin ich nicht weiter? Bitte sing noch einmal.
Ich will deine Stimme noch einmal hören. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Alle drei Juroren haben sich umgedreht. Alle wollen Lisa in ihrem Team haben. Das gab es bisher nur einmal. Und zwar bei Tina Turner. Für wen wird sich Lisa entscheiden? In welches Team willst du, Lisa? Ich weiß es nicht. Komm zu mir, Lisa. Ich habe am meisten Erfahrung. Zusammen gewinnen wir garantiert. Nein, komm zu mir. Bei mir gibt es Frauenpower. Willst du zu Dieter Bohlen oder zu Shirin? Sehr gut, Lisa. Das war die richtige Entscheidung. Diese Lisa war krass. Ja, vielleicht kann sie sogar Tina schlagen. Wir sehen uns in der nächsten Runde, Lisa. Oh mein Gott, du bist weiter, Lisa. In welchem Team bist du? Ich bin bei Shirin. Hat es bei dir geklappt? Nein, leider nicht. Hat sich niemand umgedreht? Doch, Dieter Bohlen. Aber ich wollte nicht in sein Team. Warum nicht? Ich habe Angst vor ihm. Bei dir haben sich alle umgedreht, oder? Ja, alle fanden mich krass. Wow, das hat bis jetzt niemand außer Tina geschafft. Das war ein Glückstreffer, Lisa. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. In der nächsten Runde fliegst du raus. Wie du meinst, Tina Turnschuh. Hey, das heißt Tina Turner. Lisa Peters, komm bitte her. Wir sehen uns später, Turnschuh. Was gibt es, Shirin? Hey Schätzchen, willkommen in meinem Team. Ich bin dir ehrlich, du könntest das Ding hier gewinnen. Meinst du das ernst? Ja, deine Stimme ist etwas, naja, etwas ganz Besonderes. Wow, danke, Shirin. Aber du hast nicht alle Töne getroffen. In der nächsten Runde kommt nur die Hälfte weiter. Bis dahin musst du noch viel üben. Okay, ich fange sofort an. Ich will das Ding mit nach Hause bringen. That's the spirit, girl. Ich werde dich stolz machen, versprochen. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Du bist weiter. Und wie war es bei dir? Naja, also ich war zu gut für die Show. Was soll das denn heißen? Sie haben mich nicht weitergelassen, weil ich sonst auf jeden Fall gewinne. Und dann ist es zu langweilig. Okay, alles klar. Können wir jetzt nach Hause? Ich muss üben. Ich will unbedingt gewinnen. Na klar, alles was du willst, mein Superstar. Hat Shirin dir noch irgendwelche Tipps gegeben? Ich muss mir mehr Mühe geben und ich muss alle Töne treffen. Ja, die nächste Runde wird hart. Das wird ein 1 gegen 1 und nur einer kommt weiter. Ich werde weiterkommen. Schatz, ich bin so stolz auf dich. Danke, das bedeutet mir echt viel, auch wenn ich nicht weiter bin. Ich meine ja auch nicht dich, sondern Lisa. Oh, ach so. Danke, Mama. Ich will jetzt gewinnen. Das schaffst du auf jeden Fall. Mach einfach weiter so. Ich gehe in mein Zimmer. Ich muss üben. Morgen ist die nächste Runde. Lisa, du hast es geschafft. Ja, ich weiß. Wie geht es jetzt weiter? Morgen ist die zweite Runde. Ich muss gewinnen. Okay, ich helfe dir dabei. Du musst ein krasses Outfit für mich finden. Dann ziehe ich es morgen an. Wird erledigt, Jeff. Soll ich das wirklich anziehen? Ja, vertrau mir. Das Outfit ist heftig. Okay, wie du meinst. Hoffentlich hat Samuel recht. Wenn ich diese Runde gewinne, komme ich ins Finale. Dann kann ich echt gewinnen. Lisa, du bist ein Cheeseburger. Was ist das für ein Outfit? Zum Anbeißen, oder? Willst du nicht etwas anderes anziehen? Nein, das Outfit ist perfekt. Lisa muss auffallen. Okay, gehen wir. In einer Stunde ist die nächste Runde. Welchen Song singst du diesmal, Lisa? Das ist eine Überraschung. Ich habe die ganze Nacht geübt. Ich komme auf jeden Fall weiter. Okay, wir sind da. Bist du bereit? Ich wurde bereit geboren. Willkommen in der zweiten Runde von The Voice of Germany. Bist du ein Cheeseburger? Ja. Naja, egal. Ihr werdet jetzt im 1 gegen 1 antreten. Nur zwei von euch kommen weiter. Also Tina und noch jemand anderes. Lisa, dein Gegner ist Marco. Auf einen fairen Kampf. Und wen darf ich heute zerstören? Julia, du trittst gegen Tina an.
Okay, verstanden. Vielleicht hast du nächstes Mal mehr Glück, Schätzchen. In dem Raum da hinten könnt ihr euch vorbereiten. Viel Erfolg. Hey, ich bin Lisa. Hallo Lisa, ich bin Julia. Bist du auch zum ersten Mal hier? Ja, aber ich werde gewinnen. Das ist die richtige Einstellung. Du kämpfst jetzt gegen Tina, oder? Ja, genau. Ich habe keine Angst. Ich bin top vorbereitet. In der nächsten Runde kämpft Tina gegen Julia. Ich bin dran. Viel Erfolg, zeig es ihr. Bist du bereit, Julia? Die Show fängt gleich an. Ja, ich bin bereit. Warte kurz, mein Handy klingelt. Julia Meier, hallo? Hör mir jetzt genau zu. Du wirst mit Absicht gegen Tina verlieren. Ansonsten... Okay, ich habe alles verstanden. Können wir anfangen? Ja, ich bin bereit. Willst du einen Tipp, wie man Lisa schlägt? Ja, gerne. Du musst einfach ihren Song klauen. Dann ist sie geliefert. Vertrau mir. Aber das ist böse. Na und? Willst du gewinnen oder nicht? Ja, eigentlich schon. Dann tu, was ich dir sage. Okay, Tina. Ich muss jetzt los. Mein erstes Opfer wartet auf mich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der nächsten Runde von The Voice of Germany sehen Sie Tina versus Julia. Nur einer von beiden kommt in die nächste Runde. Viel Spaß. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Ja, das hab ich. Sehr gut, dann fang an. Ich singe ein Kompliment von Sportfreunde Stiller. Ich wollte dir mal eben sagen, dass du das Coolste für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Puh, wir hätten dich eingeladen. Du singst schlechter als mein Hausmeister. Verschwinde von der Bühne. Zuschauer flippen aus. Wie es aussieht, ist Tina automatisch im Finale. Was für eine spannende Show. Wir machen 5 Minuten Sendepause und sind gleich wieder für Sie da. Hey Lisa, Bomben-Outfit, Alter. Danke, Shirin. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Gib einfach dein Bestes, dann kann dir nichts passieren. Okay, das mache ich. Es geht los. Lisa Peters, bitte komm auf die Bühne. Du schaffst das, Schwester. Ich schaffe das. Wir sind wieder für Sie da. Die nächste Runde wird spannend. Lisa Peters vom Team Shirin tritt an gegen Robert vom Team Dieter Bohlen. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Viel Spaß dabei. Bist du bereit? Ja, und du? Legen wir los. Ich singe Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Hey, das ist mein Song. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Wow, dieser Robert hat wirklich eine heftige Stimme. Was wird Lisa jetzt tun? Ich muss mir etwas einfallen lassen, und zwar schnell. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Oh wow, die beiden singen ein Duett. So etwas gab es noch nie. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wow, das Publikum ist begeistert. Aber für wen werden sie sich entscheiden? Wer kommt in die nächste Runde? Lisa ist im Finale. Du hast es geschafft. Ich bin so stolz auf dich, Lisa. Ich habe es nur dank deiner Hilfe geschafft, Shirin. Wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Das Schwierigste ist noch vor uns. Im Finale kämpfst du gegen Tina. Die mache ich fertig. Im Finale trittst du gegen Lisa Peters an. Das wird nicht einfach. Mach dir keine Sorgen, Dieter. Ich habe einen Plan. Wir gewinnen auf jeden Fall. Wow, Lisa, du bist im Finale. Du kannst das Ding echt gewinnen. Ich brauche nur den richtigen Song. Dann hat Tina Turnschuh keine Chance gegen mich. Wie viel Zeit haben wir? In einer Woche geht es weiter. Lisa, es gab eine kleine Änderung in unserem Programm. Das Finale findet schon heute statt. Was? Heute? Wie viel Zeit habe ich? In 3 Stunden musst du auf die Bühne. Wie soll ich das schaffen? Ich habe noch nicht einmal ein Lied. Improvisier einfach. Das schaffst du schon. Weißt du schon, welches Lied du singst? Ja, der Song ist so cool. Damit kann ich nur gewinnen.
Ist es ein Lied von mir? Nein, ist es nicht. Ich muss nur kurz etwas erledigen. Bin gleich wieder da. Wolltest mit mir reden? Was gibt es, Papa? Kannst du die neue schlagen? Ja, natürlich kann ich das. Ich bin viel besser als sie. Ich weiß nicht, Tina. Sie ist schon ziemlich gut. Ich glaube, wir sollten auf Nummer sicher gehen. Nein, ich kann sie schlagen. Ich weiß es. Das Risiko können wir nicht eingehen. Tu einfach, was ich dir sage. Okay, Papa, ich mache es. Hallo, Lisa. Geh weg, ich will nicht mit dir reden. Doch, du wirst mir zuhören. Kann ich nicht einmal in Ruhe meinen Burger essen? Du wirst mit Absicht schlecht singen. Nein, warum sollte ich das tun? Weil ich ansonsten jedem erzähle, was passiert ist. Was ist passiert? Du bist nur hier, weil du Shirin Döner ausgegeben hast. Hey, das ist nicht wahr. Du lügst. Na und? Niemand wird dir glauben. Ich habe 500.000 Insta-Follower. Die glauben alles, was ich will. Deshalb gewinnst du seit 3 Jahren. Ich kann auch besser singen als du. Du hast Angst vor mir. Ich kann es sehen. Mach einfach, was ich dir sage. Ansonsten gibt es einen Skandal. Wir sehen uns auf der Bühne, Schätzchen. 3 Stunden später. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen im Finale von The Voice of Germany. Als erstes auf die Bühne kommt die Favoritin. Sie ist seit 3 Jahren ungeschlagen. Hier ist Tina Turner. Enttäusch mich nicht, Lisa. Oder du wirst es bereuen. Hallo Leute, ich freue mich, hier zu sein. Und hier kommt die Herausforderin. Sie kam aus dem Nichts und hat alle überrascht. Hier ist Lisa Peters. Du schaffst das, Lisa. Das ist dein Moment. Denk an meine Worte, Lisa. Als erstes hören wir die langjährige Gewinnerin. Hier ist Tina Turner mit dem Song 99 Luftballons. 3, 2, 1. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Wow, was für eine Vorlage. Ich weiß nicht, ob Lisa da mithalten kann. Hier ist Lisa Peters mit ihrem Lieblingssong. Was singst du? Das siehst du gleich. 3, 2, 1. Losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Was machst du da? Hör auf, so gut zu singen. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Wow, was für eine Performance. Das wird knapp. Schauen wir, was die Zuschauer sagen. Die Gewinnerin dieses Jahr ist Lisa. Herzlichen Glückwunsch. Das kann nicht sein. Ich hab verloren. Mach's gut, Tina Turnschuh. Ich bin so stolz auf dich, Lisa. Du hast gewonnen. Danke, Shirin. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Aus dir mache ich einen Superstar. Wir schaffen es auf Platz 1 in den Charts. Wirklich? Ja, du musst nur tun, was ich dir sage, okay? Okay, Shirin. Na komm, gehen wir zu den Reportern. Oh mein Gott, Lisa, du bist the voice of like Germans. Ist dir klar, was das bedeutet? Ich bekomme Rabatt bei McGermans? Nein, du bist bald super berühmt. Jeder wird dich kennen. Willst du mein Manager sein? Meinst du das ernst? Das ist mein Traum. Klar, warum nicht? Komm jetzt, Lisa. Wir müssen ein paar Interviews geben. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Wie fühlst du dich? Danke, bis jetzt ganz gut. Aber ich habe Hunger. Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mein eigenes Album. Oder, Shirin? Ja, bald gibt es Lisas Lieder auf Spotify. Und wann sehen wir dich wieder auf der Bühne? Also ich muss erstmal die 10. Klasse bestehen. Lisa geht auf Tour durch die ganze Welt. Ihr könnt sie bald live in eurer Stadt sehen. Oh wow, das wird ein Highlight.
Wir müssen jetzt die Tour vorbereiten. Bis bald, Pieps. Muss ich wirklich direkt auf Tour gehen? Ja, natürlich, Lisa. Du bist gerade voll im Hype. Das müssen wir nutzen. Aber ich habe bald meine Abschlussprüfung. Die muss ich unbedingt bestehen. Das hier ist viel wichtiger, Schätzchen. Wenn du ein Star bist, brauchst du die Schule nicht mehr. Okay, ich rede mit meinen Eltern. Eine Sache noch. Dein Vater kann nicht dein Manager sein. Warum nicht? Weil ich dein Manager bin. Okay, ich sage es ihm. Okay, wir treffen uns morgen um 7 Uhr am Flughafen. Was? Schon morgen? Ja, wir starten direkt in unserer Tour. Das ist doch kein Problem, oder? Nein, natürlich nicht, Shirin. Bis morgen. Können wir nach Hause, Papa? Natürlich, mein Schatz. Samuel und Mama freuen sich schon auf dich. Alles okay, Lisa? Du siehst irgendwie traurig aus. Alles gut. Lass uns einfach schnell nach Hause fahren. Okay, wie du willst. Du hast es geschafft, Lisa. Du hast echt gewonnen. Ich hab die coolste Schwester auf der Welt. Wann geht deine Tour los? Wir fliegen morgen. Was? Schon morgen? Wie lange bist du weg? Das hat Shirin nicht gesagt. Ich glaube ein paar Wochen. Okay, wir werden dich vermissen. Einen Tag später. Wann sehen wir dich wieder, Lisa? Ich melde mich bei euch. Ja, bitte tu das. Ich komme gleich. Warte. Heute ist es endlich soweit. Ich gehe mit Lisa auf Tour. Das wird die beste Zeit meines Lebens. Ich bin bereit, Lisa. Wir können gehen. Sorry, Papa, aber du kannst nicht mitkommen. Was? Warum nicht? Ich bin doch dein Manager. Shirin hat gesagt, sie ist jetzt meine Managerin. Das ist besser für mein Image. Okay, schon verstanden. Soll ich dich trotzdem zum Flughafen bringen? Nein, danke. Shirin hat ein Taxi gerufen. Ich muss jetzt los. Bis bald. Bis bald, Lisa. Ich werde euch vermissen. Bist du bereit, Schätzchen? Ja, ich denke schon. Das wird aufregend. Wir werden viel Spaß haben. Wie lange sind wir weg? Ungefähr 2 bis 3 Monate. Was? So lange? Ja, natürlich. Wir müssen alles mitnehmen, was geht. Wer weiß, wie lange dein Fame hält. Aber ich vermisse meine Familie jetzt schon. Du wirst dich daran gewöhnen. Komm jetzt mit, wir müssen an unser Gate. Wohin fliegen wir überhaupt? Unsere erste Station ist Dubai. Krass, ich wollte schon immer nach Dubai. Ja, die bezahlen noch am meisten. Aber es geht hier nicht um Geld. Ich mache das für meine Fans. Ja, genau. Alles für die Fans. Ach ja, bevor ich es vergesse. Bitte unterschreib das hier. Was ist das? Nur der Vertrag, dass ich dein Manager bin. Okay, hier, bitteschön. Der Flug DB2014 nach Dubai ist bereit zum Einsteigen. Es geht los, Lisa. Ab nach Dubai. Welcome to Dubai, Habibi. Was machen wir jetzt? Wir gehen ins Hotel. Dann ziehen wir uns um. In ein paar Stunden ist unsere Show direkt am Strand. Cool, ich freue mich drauf. Willkommen im Burj Al Arab. Was kann ich für Sie tun? Ich habe die Präsidentensuite gebucht, auf den Namen Shirin. Ihr Zimmer ist in 30 Minuten fertig. Ich will aber jetzt rein. Entschuldigung, es gab ein Problem mit der Dusche. Mach deinen Job ordentlich, Schätzchen. Ansonsten wirst du gefeuert. Dafür sorge ich. Entschuldigung, Shirin. Komm, Lisa, wir gehen woanders hin. Hier sind ganz schlechte Vibes. Bist du bereit für die Show heute, Lisa? Ja, ich denke schon. Du musst einfach immer lächeln und so tun, als wäre alles okay. Dann kann nichts schief gehen. Okay, danke, Shirin. Ich gehe schon mal runter an den Strand. Zieh dich einfach um und komm dann zu mir. Bis gleich, Shirin. Wo ist dein Cheeseburger-Outfit? Das habe ich zu Hause gelassen. Kein Problem, wir besorgen dir ein neues. Die Leute da hinten warten schon auf dich. Die sind alle wegen mir hier? Ja, natürlich, Schätzchen. Du bist jetzt ein Star. Okay, legen wir los. Du kannst anfangen, Lisa. Dieser Song ist für euch, meine Fans. Völlig losgelöst von der Erde fliegt das Raumschiff völlig schwerelos. Wir lieben dich, Lisa. Ich will eine Zugabe. Wer eine Zugabe will, soll nochmal 4,99 € zahlen. Das war schon sehr gut, Lisa.
Versuch nächstes Mal etwas länger zu singen. Dann können wir noch mehr Werbung abspielen. Okay, das mache ich. Kann ich jetzt schlafen? Ich bin echt müde. Schlafen? Auf keinen Fall. Warum nicht? Wir müssen zum Flughafen. In ein paar Stunden haben wir eine Show in Paris. Wann kann ich nicht mich mal entspannen? Wenn die Tour vorbei ist, in 3 Monaten. Jetzt pack deine Sachen, wir müssen los. Der blöde Flieger hatte Verspätung. Wir müssen uns beeilen, ansonsten kommen wir zu spät zur Show. Kann ich kurz 30 Minuten schlafen? Nein, dafür ist keine Zeit. Wir müssen direkt zur Show. Komm jetzt, du kannst dich auf der Flughafentoilette umziehen. Die Limousine bringt uns direkt zur Show. Brauchst du noch etwas? Ja, 8 Stunden Schlaf. Schlaf ist für Anfänger. Profis brauchen so etwas nicht. Wie du meinst, Shirin. Wir müssen los. Die Show beginnt in 20 Minuten. Du bist gleich dran, Lisa. Wo ist deine Ausstrahlung? In meinem Bett. Ich brauche jetzt 15 Minuten deine volle Konzentration. Danach kannst du schlafen, okay? Okay, ich gebe mein Bestes. Als nächstes kommt Lisa Peters auf die Bühne. Du bist dran. Auf geht's, Lisa. Was machst du da? Fang endlich an zu singen. Wo bin ich? Sing endlich. Ach ja, ich muss singen. Guck mal, Schatz, Lisa ist im Fernsehen. Ja, endlich sehen wir sie mal live. Wie es aussieht, ist sie gerade in Paris. Hallo Leute, hier ist der Song für euch. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwere. Buh, du bist langweilig. Ich will mein Geld zurück. Steh endlich auf und sing weiter. Was ist mit Lisa passiert? Sie ist einfach umgekippt. Vielleicht ist das Teil von ihrer Show. Ein paar Stunden später. Wo bin ich? Was ist passiert? Das war wirklich eine super Idee, Schätzchen. So zu tun, als würdest du umkippen. Ich hab nicht so getan. Ich bin wirklich umgekippt. Ist ja auch egal. Dein Video geht gerade viral. Was heißt das? Wir können noch mehr Shows machen und Kohle schaufeln. Ich will wieder nach Hause. Fang jetzt nicht an zu heulen. Denkst du, wir sollen Lisa anrufen? Ich mache mir Sorgen um sie. Ja, ein Anruf kann nicht schaden. Telefon von Lisa Peters, hallo? Lisa, bist du es? Hier ist ihre Managerin, Shirin. Was kann ich für sie tun? Wir würden gern mit unserer Tochter reden. Das geht gerade nicht. Lisa bereitet sich auf ihre nächste Show vor. Aber geht es ihr gut? Ja, Lisa geht es blendend. Machen Sie sich keine Sorgen. Lisa, ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er hat gesagt, du kannst heute Abend wieder auf die Bühne. Wie klingt das für dich? Nicht gut. Ich will mich ausruhen. Perfekt. Wir sehen uns in 2 Stunden auf der Bühne in Barcelona. 2 Stunden später. Ich will eine Pause. Ich habe keine Lust mehr auf Shows. Sorry, Schätzchen, aber das ist nicht deine Entscheidung. Doch, ich werde nicht singen. Hast du etwa unseren Vertrag vergessen? Was steht da drin? Wenn du abbrichst, machen wir nicht mehr 50-50. Dann bekomme ich die ganze Kohle. Was ist das denn für ein Knebelvertrag? Den hast du unterschrieben, Schätzchen. Lisa Peters, du bist dran. Ab auf die Bühne mit dir, Lisa. Du weißt, was sonst passiert. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um aus diesem Knebelvertrag rauszukommen. Ich weiß, was ich mache. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Buh, das Original ist viel besser. Mach lieber Playback an. Deine Stimme gefällt mir gar nicht. Was sollte das, Lisa? Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Du willst die Show manipulieren. Denkst du etwa, ich merke das nicht? Keine Ahnung, wovon du redest. Ich gebe immer mein Bestes. Und das werde ich auch bei den nächsten Shows machen. Du willst aus dem Vertrag raus? Dann lasse ich dich raus. Gib mir einfach die Rechte an deinem Song. Dann kannst du gehen. Hier, der Song gehört dir. Kann ich jetzt gehen? Ja, verschwinde von hier. Lisa, du bist ja schon wieder da. Ja, ich hatte keine Lust mehr auf Fame. Ich wollte lieber bei euch sein.
Sehen Sie jetzt live Shirin. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Buh, verzieh dich. Wir wollen Lisa zurück. Frage an euch. Wo ist Lisas erste Show? A. Dubai, B. Barcelona oder C. Paris? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.